Ja, ich war tatsächlich nicht nur überrascht, sondern ich habe mich riesig gefreut, dass so viele Menschen das ausprobiert haben. Es sind Menschen auch ganz unterschiedlichen Alters, viele Junge, die auch fragen, sie wissen gar nicht, was sie wählen sollen, was gibt es alles, ob ich ein bisschen helfen kann. Es gibt das Thema Nachhaltigkeit, ältere Frauen vor allem, die mich anrufen zum Thema Rente fragen. Es gibt viel zum Thema Verkehr, Wohnen, also unterschiedlichste Themen. Und was ich toll finde, dass ich fast ausschließlich richtig gute Gespräche habe und auch gute Fragen. Das heißt, wir haben ja vorher im Team auch ein bisschen gescherzt, wenn wir mal ehrlich sind, haben gesagt, na, mal gucken, wie viele kleine perverse Sachen ich so kriege. Da kam bis heute echt gar nichts. Ich habe einen dabei, der schreibt mir die ganze Zeit seinen Alltag. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber ich habe sonst wirklich ausschließlich ganz, ganz tollen Content und es macht richtig viel Spaß, weil man so natürlich auch merkt, was die Menschen irgendwo hier in Bremen bewegt.